Treffpunkt für meinen Ausflug an die Donau ist in Osterhofen im Donau-Gewerbepark. Mit Matthias Wurm, seiner Freundin und einem Freund geht's heute zum Angeln und Kochen an die Donau und zum Maipfeiferschnitzen. Und genau, jetzt packen wir ein wenig zusammen zu fischen. Ein wenig Schweiners haben wir dabei, ein wenig zum Trinken. Fisch, ein Schweiners. Ja, Fralle. Machst du keinen Fisch? Ja, schon, aber den müssen wir erst einmal fangen heute. Ja, alles, was man so braucht beim Fischen, lagert in der Halle der Firma Wurm. Da macht man heute Schweiners drin. Ja. Oh, ja. Genau. Da passt schon ein Stück rein. Ja, genau. Als Juniorpartner in der väterlichen Maurer- und Betonierfirma ist der Matthias Wurm unter der Woche auf Baustellen in ganz Bayern unterwegs. Der Donaustrand ist Ausgleich für lange Arbeitstag. Am Wochenende hat er Zeit. Für seine Freundin und fürs Fischen. Das schaut aus wie einer da. Haben wir Glück gehabt, hey. Dampfert auch schon. Das Kochen in der Natur ist für ihn was Erholsames. Ah, oh, genau. Jetzt genau, das ist drauf gleich. Freundin Christina Heumann ist jetzt auch immer dabei beim Fischen. Früher waren es nur die Freunde. Wer kocht bei euch? Machst du, oder? Na, miteinander. Miteinander. Wir kochen miteinander. Das ist mehr dann schon, gell? Ja. Wenn du ein wenig zusammenhilfst, gell? Dann sind wir gleich vorbei. Die Christina ist erst kürzlich von München nach Niederbayern gezogen. Hast du auch Fischerprüfung gemacht schon, oder? Nein, ich hab's noch nicht, aber ich bin jetzt gerade dabei. Das war's Prüfung heuer, oder? Du bist gerade mitten drunter. Ja, momentan gibt's keine freien Termine. Also. Ah ja, wegen genau. Corona, gell? Wegen Corona. Haben alle jetzt die Natur entdeckt. Genau, und jetzt kriegst du halt nicht so leicht einen Termin. Aha. Sobald der Termin frei wird, bin ich dabei. Aber ihr seid selber hier draußen, oder? Ja, Jahre, so. Schon immer. Ah, ja. Als Junge schon mit den Eltern sind wir ganz viel nicht einer gewesen. Ja. Und immer schon fischen? Ja, ich fische nicht. Es geht mir ein wenig zu lang her. Aber ja, schon halber. Der Thomas Glashauser und Matthias Wurm sind alte Freunde. Der Tom hilft auch mit beim Gemüseschneiden fürs Bradl. Taschenmesser und Küchenmesser kommen zum Einsatz. Aber zum Pfeifelschnitzen werden sie wohl andere Messer haben. Ich habe mir so ein kleines Taschenmesser dabei. Du? Ja, ich habe ein regionaler selber geschmitzt. Von Bekannten. Aus einem Horn, Brief aus dem Horn. Schneid wie ein Teufel. Sag jetzt einmal. Dann könnt ihr jetzt alles schnitzen wahrscheinlich, ja, oder? So ja. Pfeifel schnitzen. Ja, schon. Hast du das? Ja. Ja, besser. Der Opa hat mir mal eins gezeigt. Aha. Aber das ist auch schon ganz lang her. Und da haben wir in die Schmerzen gekommen, vor zwei, drei Wochen einmal. Und dann hat uns das der Papa gezeigt, mir und der Christina auch. Und dann haben wir das dritte da gesessen, dann haben wir die Pfeifel geschnitzt. Aber jetzt wird noch nicht geschnitzt. Die Zwiebeln werden auf der Feuerstelle im Gusseisentopf angeschwitzt und an anderer Stelle weitergeschmort. So, jetzt muss ich Kohlen aufhören, dass uns da das Feuer nicht bringen wird. Die Grillbriketts aus der Feuerstelle beheizen den Topf von oben und unten. Bis jetzt sind nur die Zwiebeln drin. Und der, glaube ich, muss einmal schön Dampf reinkriegen. Bei der Garmethode braucht man immer wieder Nachschub an Briketts. Weil jetzt ein bisschen Zeit ist, werden endlich auch die Angeln ausgeworfen. Der Matthias sagt, dass es vielleicht als Nachspeis einen frisch gefangenen Donaufisch gibt. Aber erstens glaube ich, dass die gar keine Zeit haben zum Schauen, ob was beißt. Und zweitens ist ja ein großes Stück Fleisch da. Gut. 2 Pfund schönstes Wammerl. Also viel braucht sie nicht, gell? Na, Salz, Pfeffer. Aber ja, Kümmel, den mag ich recht gern. Ja. Mir machen wir es recht schlicht. Das würde in den Deckel eh gut. Na ja. Das Gemüse kommt später rein, alles. Ja, das kommt dann später. Nicht, dass es verkocht. Jetzt kommt der Partner vorbei. Der bringt uns jetzt noch Milli. Jetzt haben wir vergessen für den Knödel. Der Pap mit dem Wohnmobil ist der Richard Wurm. Jetzt schleicht der Führer mit seinem Gerät. Hey, kommt Rettung daher mit dem Müll. Ja. Grüß dich. So, wie geht's eigentlich? Oh, geht schon. Oh, kurz, tun wir schon mal. Oh, ja. Zum Knädelmacher ist zwar noch nicht, aber Zeit zum Nachschauen im Topf. Und zum Aufgießen mit einem dunklen Bier.
Bin mit der Pfie auch gleich da, meinst du? Hat er das von dir gelernt? Vorher. Ja, gell. Alles. Was Pfeiferschnitzen hat er gelernt? Ja. Also schauen wir mal, oder? Schnitzen so eins. Alle, alle. Und eine Weiden ist gleich daneben. Das wird mal so ausschauen, grot auf jeden Fall, ja, oder? Ja, das ist schön grot. Ja. Und so kann ich es nicht da haben. Ja. Dann schneiden wir jetzt da. Das schneidet gut. Oder? Siehst du, geht das schon so schön her. Ja, das kann man auch nur um eine bestimmte Zeit machen, oder? Ja, im Mai ist es einmal ein bisschen. Aha. Dann haben sie richtig im Wasser. Aha. So sieht man es so schön, wie es noch los ist, die ganze Haut. Aus so einem Weidenzweig gehen viele Pfeifer raus. Es gingen auch Haselnussstecker oder welche vom Traubenkirschenstrauch. Ob sich an den Angeln was rührt, interessiert jetzt gerade wieder niemanden. Denn jetzt werden Pfeifer geschnitzt. Christina, der Matthias und der Tom sind schon mittendrin in der Schnitzarbeit. Genauer hinschauen tue ich jetzt beim Richard. Der fängt gerade an. Da holen wir uns so einen Ast, so ein Stück lassen, wo kein so Binden drin sind. Weil da geht's zum Schneiden runter. Und dann greift es ein bisschen. Genau, dann schneiden wir uns runter, haben wir so ein Stück. Ja, dann fangen wir an. Angefangen wird vorn, wo man hineinpfeift. Das Steckerl wird fürs Mundstück schräg abgeschnitten. Das schaut aus, wovon ist wie ein Flöten, weißt du? Genau. Von Anfang an schaut man drauf, dass die Schnittflächen sauber sind. Und dann machen wir die Kerben rein. Die Kerben hat auch der Tom gerade in seinen Astel geschnitten. Und dann wird die Rinde geklopft mit dem Messer oder dem Messerrücken. So traktiert löst sie sich irgendwann vom Holz und kann heruntergezogen werden. Ganz vorsichtig, aber das dauert. Geduldssache, oder? Weil du musst jetzt so lang, bis das jetzt schon runtergeht. Jetzt läuft das Wasser schon raus. Beim Runterziehen muss man behutsam vorgehen, denn wenn die Rinden reißt, kann man gleich wieder von vorn anfangen. Das Stückerl wird aufgehoben und dann wird der Luftspalt ins Mundstück Holz geschnitten, sodass man ins Pfeiferl hineinblasen kann. Und der Bauch geht raus. Und dann muckst du den Luftkanal. Und zwar vorn am Mundstück. 2-3 mm werden vom Holz abgetragen, sodass der Spalt zwischen Rinde und Holz entsteht, durch den man blast. Jetzt schneiden wir da den Kern, ganz hier hinten in den Kern schneiden wir ihn ab. Wenn man die beiden entstehenden Teile in die Rindenröhre vorn und hinten zurücksteckt, entsteht ein Resonanzraum. Wenn man den schon putzen. Die Enden sollen sauber sein, für einen schönen Ton. Und hinten kann man es abschneiden, wo man will. Gell? Da kann man es so abschneiden, genau. Tatsache, man kann das hin und her schieben. Ein hin und her, genau. Aber auch dabei vorsichtig sein. Oft reißt die Rinden, weil das Hetzel nicht mehr zurück will. Dann müsste man auch wieder ganz von vorn anfangen. So, dann das Mundstück wieder rein. Also hinten zuerst den Kolben, aber nur bis hinter die Kerben. Und vorn das Mundstück. Dann wäre es eigentlich schon fertig, das Pfeiferl. Ah, er wird schon. Wenn wir mal schauen, ein wenig rausziehen. Jetzt wird er schon, ja? Pfeift die richtig, gell? Ja, und brauchen wir es auch für was können. Ja, die haben so bei Herden, haben wir so einen Ärgern. Da haben sie Wiegelpfiffe und die Ernten. Was wollten, weißt du schon? Und ganz. Zum Anlocken. Da kannst du dir jetzt so spielen, weißt du schon, da kriegst du wieder einen anderen Ton. Und wie geht's am Burm? Pfeift sie gescheit. Ja. Ich meine, ich muss noch mit oben ein größer nachher schnitzen. Mit der Luft durch, ja? Ja. Jetzt sollen wir das einstecken, oder? Ja. Und da hinten musst du auch wieder einen einstecken. Du musst den noch mit Haut runter. Genau. So. Dann probierst du es noch mal. Und jetzt? Geht das wieder so, ja, zusammen? Genau. Oder? Jetzt geht es wieder zusammengesteckt und jetzt probierst du es einmal. Noch ein bisschen lang, das Pfeiferl. Die Christina hat ihr's schon abgeschnitten, auf eine handliche Länge. Genau, ideal. Und ich hab mein Messer vergessen. Man kann mir keinen schnitzen, verstehst du? Aber ich kann was anderes. Ich kann das.
Kannst du sogar mehr als Hühner machen. Braucht man Steckerl nicht, gell? Ja, Wahnsinn. Braucht ihr nicht so anstrengen wie mir. Aber ich kann sonst nicht pfeifen. Ich kann sonst, also einen lauten Pfiff oder was bringe ich nicht aus. Ah, das kann ich auch nicht. Das kann ich auch nicht. Okay, schon mit den zwei Fingern. Du? Ja. Pfeife mal. Ja. Jetzt ist gleich zum Essen. Der Richard Wurm hat nicht nur die Milch für den Knödelteig gebracht, sondern er hat die Semmelknödel auch gemacht. 20 Minuten ziehen, dann sollte auch das Bratl fertig sein. Oh, einwandfrei. Feierabend packt noch. Essen gab's. Papp. Ja, so schön durch und weich ist worden, das war mal. Und sogar ein resches Krusterl hat's gekriegt im gusseisernen Topf. Mit der Biersauce und den Kartoffeln ist es ein wunderbares Erdäpfel-Bierbratl geworden, das man nicht so leicht nachmachen kann. Ja. Also ein selten gutes Schwein, das muss ich wirklich sagen. Besser als wir in den meisten Wirtshäusern. Genauso gut wie daheim. Zeit muss man haben. Na, schön durch wird. Ja, das ist schon wichtig. Du hast gesagt, Nachspeise Fisch. Mhm. Aber das wird nichts mehr, meine ich. Nein. Ich glaube auch nicht. Und überhaupt, ihr habt ja gar nicht hingeschaut wegen dem Beißen. Ja. Wir noch mal gleich schauen. Ja, schauen, ob noch ein Wurm am Haken ist. Da kann man es aushalten. Ich glaube, jetzt nimmer.